Herr Dr. Christian Bartelt, wir haben eine Zeit aktuell, in der persönlicher Kontakt natürlich sehr eingeschränkt ist. Wie wichtig sind da gerade technische Hilfsmittel wie Apps für die Bewältigung des tristen Alltags, will ich schon fast sagen, aktuell? Ja, wir sehen ja aktuell die Digitalisierung, insbesondere mit den Apps und mit anderen Anwendungen, überall in der Gesellschaft. Ja, wir haben soziale Apps, die soziale Kontakte unterstützen, Apps, die den Alltag organisieren, Apps, die die Arbeitswelt organisieren, Hilfe für Mediziner, ja, bei sozialen Kontakten, soziale Netzwerke, Alltag organisieren, der Einkauf wird organisiert, digitale Tickets können bestellt werden oder auch in der Arbeitswelt dieses ganze Thema, dass man im Homeoffice zusammenarbeitet, kollaborativ zusammenarbeitet und eben auch diese Corona-Apps eben, die es ermöglichen, solche Infektionsketten zu identifizieren und eben auch zu unterbrechen. Und das ist natürlich eine sehr, sehr wichtige Sache. Sie selbst entwickeln eine App oder haben eine App entwickelt. Was kann die und warum ist die besonders wichtig? Ja, also bei uns am Institut wurde in Kooperation mit einem ausgegründeten Startup die App Emmas.app entwickelt. Und diese App ermöglicht es Personen, Bürgern, regionale Lebensmittelhändler zu finden, dort Lebensmittel zu bestellen, diese Lebensmittel auch online zu bezahlen und auch die Lieferung nach Hause zu organisieren. Das heißt, sie haben die App in der Hand, können dann letztendlich die Geschäfte in ihrer Umgebung sich anschauen und können eintreten, können Waren bestellen, wie in einem Online-Shop, nur eben auf dem Handy. Ja, also eine sehr sinnvolle App, natürlich auch sehr beruhigend für diejenigen, die sie dann auch nutzen. Wir wollen noch ganz kurz auf diese herausfordernde Zeit noch mal zu sprechen kommen. Ist das eine Chance für App-Entwickler und Co., zu zeigen, wie digitaler Fortschritt dann auch zur gesellschaftlichen Norm werden könnte? Ja, also ich denke, für App-Entwickler ist es aktuell letztendlich eine riesige Chance, auch zu zeigen, was möglich ist. Also viele Gruppen in der Gesellschaft, die sind ja bisher, letztendlich haben die sich auch an solche digitalen Dinge vielleicht gar nicht rangetraut, ältere Leute. Und jetzt erleichtern solche digitalen Medien ja auch ihren Alltag, ihre sozialen Kontakte, ihre Alltagsprozesse werden vereinfacht und die App-Entwickler oder auch die Softwareindustrie hat da die große Möglichkeit auch zu zeigen, was mit solchen Technologien möglich ist und dann auch für Akzeptanz und die Nutzung von solchen Apps letztendlich Werbung zu machen und dann auch zu zeigen, was sie einfach da kann. Super, vielen Dank, Herr Dr. Christian Bartelt, ein sehr spannendes Thema. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund. Ja, danke schön.